Wir spielen mal einen Dragon Knight. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Dota 2. Bekomme ich noch ein paar Tangos für die Mitte. Kann er jetzt am Tangos vor mit? So. Danke, da kommt er. Okay. Wollte schon wissen, ob ich was bekomme. Dann gegen den Storm in der Mitte. Machen wir das mal so. Thank you. Cutler meint Ember gegen Silences im anderen Team. Bisschen kritisch. Ja. Pff, muss ein bisschen aufpassen, ne? Klar. Prinzipiell ist es ätzend, ein Silence. Das stimmt schon. So. Weniger Chancen für den Treant, irgendwelchen Quatsch zu machen hier. Wenn keine Bäume in der Nähe sind. Drei Runden bekommen, sehr nice. Ember wäre noch ganz gut gewesen für Searing Chains zusammen mit dem Monkey King Ulti. Das wäre schon okay gewesen. Aber wollen wir nicht zu viele Spirits spielen? No money for you. No money for you. A worthy tribute. So, den Last hat er auch nicht bekommen. Nice. Den Remnant hingestellt, aber es ist nichts passiert. So soll das sein. Kann man auch schön die Last jetzt versauen mit Brief Fire. Die dürfte er bekommen haben. Na, den hätte ich auch bekommen dürfen. Geile Lache. Und dann hole ich mir eine Bötel. Vielleicht nehme ich sogar. First blood and a pulse. Na, vielleicht kann der Bounty jetzt davon profitieren. Ist er nicht einfach am Fountain geblieben? Vom Fountain wegzugehen, war eine relativ schlechte Idee. What? Okay. Noch eine schlechtere Idee war es, leider einfach vom Stormsworld gekillt zu werden. Was heißt denn jetzt die beiden Aktionen? Kinder ist. Drei.
Okay, okay. Denied. So, haben wir vielleicht ein bisschen Glück. Und oben ist die Rune. Haben wir sogar. Sehr schön. Ah! Na, zu lahmarschig. So viel wie möglich hinein, solange der Storm Spirit weg ist. Er hat es vorhin gar nicht aktiviert. Das war das, okay. Ich werde mich mal kurz, nutzen und dann die Arcane Rune, um möglichst viel Stress zu machen in der Zeit dann. Einen kurzen Cooldown auf den Ulti und auf Brief Fire zu haben. Ist ja gleich weggegangen. So, mal wieder ein bisschen Damage auf den Tower. Ah, ouch. Der Treant macht ganz gute Rotations. So richtig. Bin ich nicht ganz sicher, warum die Lanes verlieren. Die sehr, sehr greedy sind, aber. Ein Slark auf der Offlane, der Treant, der um Roman ist. Rubik's auch ein sehr schwacher Laner eigentlich. Aus irgendwelchen Gründen tun wir uns da im Moment noch sehr schwer. Guck mal. Schau mal, ob wir den Bounty jetzt mal was hinbekommen. Das ist jetzt eigentlich die Idee, dass ein Bounty die Lanes ein bisschen unter Druck setzt. Wie gesagt, gerade wenn sie so schwache Lanes eigentlich haben. Sauber. Die Drow gekillt, den Safe Laner. Und ist ein bisschen beschäftigt jetzt. Bekommen. Das war mir das Wichtige. Nicht die Illusion gemacht, dass ich jetzt da groß den Kollegen killen kann. Storms wird da eher schwierig. Ich gehe mal nach oben. On my way top. Hab genug mit einer Bottle Charge für relativ wenig. Beide sehr low. Bottom is missing. Bottom tower being attacked. Storm is coming top, careful. Kunkka, what? Touché.
Okay. Puh, das war knapp. In dem Spiel... um im Farm mithalten zu können, werde ich auf eine Midas gehen. Weil sonst falle ich da ziemlich schnell zurück. Dragon hat viele Vorteile. Sondern schnelles Leveln oder Farmen gehört nicht dazu. Das will ich jetzt mit dem Midas dann ausgleichen. So, schnell her damit. Unten ist eine Double Damage Rune. Gar nicht schlecht ist. Ich glaube, ich werde hier voll auf Tank gehen, oder? Brauchen wir den Damage? War ein bisschen langsam. Das hätten wir, glaube ich, effizienter spielen können. Aber naja. Als nächstes. Dem Spiel. Eine Art von Initiation wäre schon sinnvoll. Ja. Wo ist denn da die... Okay, drehen wir es noch ganz gut um. Haben wir noch ein paar Track-Kills bekommen. Immerhin haben wir noch einigermaßen okay reagiert. Bisschen schneller hätte man sich natürlich immer erhofft, dass man nicht stirbt im Zweifelsfall. Aber am Ende hat es einigermaßen geklappt. Von daher scheint das okay. Der Monkey King könnte schon mal sein Ulti mitnehmen. So schlecht ist der nicht. Dass man den jetzt gar nicht mitskillen möchte. Das geht schon. Kann man sich schon gönnen. Your bottom tower
So, was bauen die jeweils? Schade, dass ich schnell klauen können. Na, komme ich da dran? Can you help top guys? Come top. Oh nice. Der Storm ist einfach mal nicht gegangen. Haben wir Glück gehabt. Careful. Ich baite sie immer, das ist anscheinend meine Aufgabe. Und Track Kills wieder. Naja. Na, wenn es immer so ausgeht. Das ist ja nicht so schlecht. Gehe ich dann jetzt schon auf das BKB, das will ich eigentlich erst später bauen. Habe ich es nochmal parat. So, ein bisschen mehr Stärke. Kann auch nicht schaden. Rüstung ist soweit ganz gut. Schade. Vom Timing ziemlich überlappt. Der Storm sind zu dritt in der Mitte jetzt. Dann, dass sie gleich unten meine Hilfe brauchen. Deswegen mache ich schon mal das TP ready. Ja, genau. Go, go, go. Ich will das erstmal nicht verlieren. Da war ich wenigstens nicht derjenige, der am Anfang abgesammelt wird. Bin ich ganz froh drüber mal. Auch mal
den Kampf miterlebt. Nicht ganz so hilfreich. Gleich abgesammelt worden. So mal ein TP einstecken hier. Jetzt müssen wir aufpassen, damit ist jetzt der Slark. Dann gucken, wo die sich rumtreiben. PKB mal fertig machen. Höchstens der Slark könnte jetzt hier unten auftauchen. Da habe ich schon mal mein TP ready gemacht. Ja, sind wir anscheinend alle oben. Gehe ich hier lieber mal weg. Kann relativ schnell initiaten. Ja, leider halte ich den Tower jetzt wieder hoch. Schade, dass sie nicht ein bisschen länger beschäftigt waren. Lieber 40 Damage. XP Gain brauche ich jetzt nicht so dringend, da ich einen Midas habe. Sammle ich ruhig mal die Arcane Wound gleich mal ein. Ist gut, wenn ich nächstes Mal wieder den Ulti benutze. I'll bubble this for now. Gold for my chest. Bottom tar being attacked. Careful. Könnte der Slark in der Nähe sein. Be careful, Bottom. Was denkt er sich denn dabei? Can you help, guys? Okay. Der Oger verfolgt ihn stundenlang, obwohl die gerade erst unten waren. So ein bisschen sehr optimistisch. Aber wir haben sie wieder reingebaitet. Das hat wieder mal geklappt. Komisches Spiel. Komisches Spiel. Aber...
machen wir es halt so. Verkaufen wir das mal. Was habe ich als erstes Talent genommen? Stärke statt Attack Speed. Das ist immer noch okay. Als nächstes würde ich jetzt Blink Dagger vielleicht bauen. Für Initiation. Ich glaube, es gefällt mir auch mit am besten. Wo stirbt eigentlich immer der Bounty? Man sieht es auch mal gar nicht. Ist immer so. Okay, kann man nicht mehr helfen. Immerhin noch kein Bloodstone, noch keine Charges gesammelt. Habe ich auch keine verloren. Bloodlust ist ziemlich nice. Sollten vor allem zusammenbleiben. Das wäre schon relativ wichtig. Okay. Wir können Push mit, S5. Aber wir sollten noch zu 5 sein. Irgendjemand geht immer woanders hin. Guys, let's take a tower. Ein paar Track Kills wären auch nicht schlecht. Sehr schön. So, ich mach kurz meinen Blinkdagger ab. Zwei gute Kills gemacht. Und jetzt haben wir noch ein bisschen mehr Mobility. Hab mein BKB. AC könnte ich mir gut vorstellen. Oder vielleicht eine Pipe. Okay, das war ein ziemlich schlechter Kampf. Thank you.
Erstmal ein bisschen verjagt. Schöner Trackkill. So. 300 HP, Movement Speed. Ich glaube, einfach ein bisschen Base HP vielleicht. Eine Pipe auch nicht. Sie haben schon ein bisschen. Na, der Magic Damage ist nicht so hoch. Das lohnt sich nicht. Bisschen überlegt. Magic Damage von Storm. Und ansonsten ist alles Right-Click. So, mit Level 25 habe ich nochmal 12 Rüstungen mehr. Ich glaube einfach Standard Hard und Assault Kürass. Oh nein, der hat einen Dagon. So ein Schwachkopf. Ja. Ist leider ein ziemlicher Scheiß. Level fragt, wann gibt's Blade Mage? So gut gegen Drow und Slark. Ja, in One-on-Ones schon, aber im Teamkampf wäre ich wahrscheinlich nicht besonders stark gefokust normalerweise. Bin nicht ganz sicher. Ich will dann, wir müssen halt irgendwann auch pushen, daran müssen wir auch denken. Ein Ghost Scepter, was Maxine noch schreibt, ja. Das könnte noch. Ein E-Blade dann noch. Einfach, um welche auszuschalten. Ich würde eher AC, ja, AC Blade Mail Hard oder AC Ghost Scepter Hard, sowas. Also AC und Hard auf jeden Fall und dann eventuell E-Blade Ghost Scepter, sowas. Mal gucken. Wäre viel praktischer, wenn er mal auf Guardian Greaves gegangen wäre. Und vielleicht ein Silence. Noch sieht man das Feuer nicht. Also wir wissen das Problem, keiner will so richtig supporten. Zweimal Crystallis. Unser Monkey King ist einigermaßen underfarmed. Can you pause so we get Bounty Hunter back?
Na, immerhin. Shiva wäre auch noch eine Möglichkeit, weil ich dann mehr Mana hätte. Pause. Tja, unser Monkey King. Da passiert leider nicht allzu viel. Track Hill. Don't track me down if you can't finish the job. Aber Moment, ich habe vorhin zwei Track Hills. Ich weiß nicht, ob ich den Tree noch getrackt hatte. Schade, müssen wir die Combo komplett treffen. Mit dem Schiff. Immer wieder mal zwischendurch. Wenigstens bei der Base-Verteidigung, wenn jemand tot ist, den Bounty steuern für die Track-Kills. Naja, vielleicht kommt er noch wieder. Wenn ich ein Shadowblade abbekomme, sieht man, ist der Dragon Knight recht squishy. Insgesamt wäre es für uns ein guter Tausch, wenn der Stark disconnected. Und auf uns also der Bounty geht. Damit könnten wir leben. Gold for my chest.
So, machen wir das Hard mal fertig. Will der wirklich ein Hard bauen? Ne, okay. Schreibt nämlich einen Quatsch. Hm. Hat er einen Gem fallen lassen? Hatte er einen Gem und hat ihn getroppt, der Ogre? Das wäre ziemlich schlecht für uns. Der Ogre ist immer ein bisschen komisch, wo der lang geht. Also hier, jetzt gehe ich da hinten hin. Sehr schön. Jetzt haben wir mit angreifst. Danke. Da hat sich mal gut Zeit gelassen. So wenig habe ich hier an der Stelle gar nicht gehabt. Bevor er damit eingegriffen hat. So, ne. Ne, der BKB. Ich meine, das BKB auf dem, Kurier hatte dann vielleicht auch, ich glaube nicht, dass man den Bounty benutzt hat, oder? Um uns mal ein bisschen Trackball zu geben. Naja, das gewinnen wir eh nicht, glaube ich. Das sind nicht koordiniert genug. Wenigstens den Gem wiederbekommen hier. Na, wollte sich wirklich ein Hard? Der, achso, ich dachte der Ogre, okay, er baut sich ein Hard. Naja, naja, naja. Ich hole mir mal eben Stand der Fähigkeit des Hordkürers. Dann hole ich mir mal ein Gem. Okay, haben wir seine Items nicht verkauft. I'll take that. 1300. So, mal schnell das AC holen. Auch nicht Rüstung für das ganze Team. Im Teamkampf. Mal
Die Travels ready zum Base verteidigen. Hm. Ist auch nicht gerade der unauffälligste Weg aller Zeiten. Schön gecrittet. Puh. Guys, push mit. Wie wär's? Zumindest ein Buyback erzwingen. Wie lange die brauchen? Melirex fast before Slark respawns. And back. Boah, zum Glück ist er auf den Dings gegangen. Nicht auf den Kunker. Schön ein bisschen sterben. Jetzt mit vernünftig zurückziehen haben sie es nicht so. So, als nächstes. Ein Item noch. Mjolnir Maelstrom. Heaven's Halberd wird vorgeschlagen. My way. Irgendein bisschen Damage brauche ich noch. Ein Daedalus. Brauche einfach noch ein bisschen Schaden, ist nicht so schlecht, wenn ich damit noch critte. Noch ein bisschen schneller pushen. Divine Rapper, guys. Come on. Master it. Join me bottom. Hex ist uns auch noch eine Möglichkeit. Was gerade geschrieben wurde, ja. Vielleicht gehe ich auch auf den Hex. Schon. Nicht so schlecht. Ich will noch ein bisschen Mana mir auch geben, vor allem, was ich brauchen kann.
bottom tower is fallen. Your top tower is under attack. Nicht ganz sicher. Ich bin eh nicht ganz sicher, was die anderen Leute in den Kämpfen machen. Der Krunker geht halt ein bisschen hin und her. Mit seinem Rapier. Was soweit auch okay ist. Er muss halt vorsichtig sein. Das Rapier wollen wir garantiert nicht verlieren. Er Dagon hat Leute, was nicht mehr viel macht. Naja, sind so Sachen. Enu Tift schreibt, wir spielen selten blöd, also kriege ich eine Strategie oder irgendwas, würde ich hier auch nicht dahinter vermuten oder dahinter jetzt groß unserer Seite sehen. Aber nicht an den Tower bekommen. Push bottom. I have traveled. I can join you. Das war. Phew. Den Scheiß muss ich mir erst bringen. Guys, push, weil Drow is dead. I join you. So, wenn du was Hex, mein Buyback. Stun! Kill, Flark, because... Flark, kill! Yes! He killed Storm, that's great, go! Okay, we have a game. Thank you.
or Throne. Meine Herren. Oh mein Gott, guys, komm mit mir, please. Meine Herren, ja, die Hex, Hex war jetzt nicht so schlecht. Oh. Das haben sie aber verschenkt. Das hätten sie, glaube ich, nicht verlieren müssen, wenn sie es geschickt gespielt hätten mit dem Split Push. Alter. Was für ein Spiel. Ja. Dieser Storms wird sich ärgert, glaube ich. Aber er hat auch keinen Lincolns. Kein Lincolns in dem Spiel ist einfach dumm. Vor allem, da ich halt auch Blinkdecker hatte. Allein mit dem Stun hätte es halt gereicht. Boah. Das war knapper, als ich es gehabt hätte. Der Graf würde mich mal interessieren. 5000. Sie lagen ganz schön lange 5000 vorne. Dann müssen wir ein bisschen. Ah, ne, wir lagen 5000 vorne. Schon falsch geguckt. Wir lagen 5000 vorne. Dann lagen sie 5000 vorne. Und am Ende ging es dann richtig. Dass wir vorne lagen, überrascht mich ganz schön. Von den Kills lief es gar nicht so gut. Hm, der Kunker dann recht gefarmt gewesen. Ging schon ganz schön hin und her. Ja, es war aber ein komisches Spiel. Wir hatten keine gute Abstimmung. Irgendwie im Spiel. Das war so ein bisschen, wann wir auch wo mit dem Gem hingehen. Oder dass wir mal absprechen, wo warden wir, wo gehen wir mit dem Gem hin, was machen wir. Das war alles sehr, ja, beliebig nicht, aber auch nicht so richtig eine Strategie dahinter. Das hätten wir durchaus besser machen können. Ist gerade sonst noch ein bisschen an. Den Kunker liest dann ganz gut. Das Rapier war tatsächlich ganz schön wichtig noch. An ein paar Stellen hat er ein paar schnelle Pickoffs bekommen. Und ich konnte mit dem Blinkdagger dann auch an ein paar Stellen rein. Im Midgame haben sie mich ein paar Mal ziemlich zerlegt, als sie mich mit dem Silver Edge erwischt haben. Dann schmelze ich mich dann doch ganz schön schnell dahin. Aber wenn das halt nicht passiert ist und wir vielleicht jemand anders mal hatten, der auf den initiated wurde, dann konnte ich ziemlich lange kämpfen, auch wenn sie mich danach gefokust haben. Das hat ganz gut geklappt. Ja, das Dagon war nicht so die wirklich beste Idee. Das hätten wir. Gerade ein Dagon 5 ist halt schon sehr teuer. Und dass ich das wirklich gucke, wie viel Hero Damage er gemacht hat, 15.000. Wie viel macht 1? Das macht ja schon 800. Ja. Naja. Ich habe nicht mehr wirklich dran gedacht, dass wir es gewinnen, weil sie so mobil waren. Das war ein bisschen unser Problem. Storm Spirit, Slark. Und sie hatten gute Teamfight-Control mit den Train Protector. Und der Rubik hat auch ein paar gute Spells gestohlen zwischendurch. Deswegen dachte ich so, so richtig haben wir es nicht hingekriegt, weil die Abstimmung nicht da war. Aber wie es halt ist, einfach stumpf weiterspielen und auf das Beste hoffen. Und manchmal, wie in diesem Fall, klappt es.